Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Eckbearbeitungen in HiCad gehen. Das heißt, ich habe hier einfach ein Blech mit verschiedensten Umkantungen erzeugt. Was man hier auch noch natürlich sieht, ist die Texturen. Das heißt, ich kann natürlich hier die unterschiedlichsten Texturen auf die Teile packen und man hat natürlich hier ein ganz anderes Bild. Weiters habe ich hier auch noch die Ansicht schattiert ohne Kanten dargestellt. Das heißt, je nachdem, wie die Darstellung sein soll, kann ich dies natürlich umstellen. So, zum Zeigen ist natürlich diese Ansicht die bessere. Grundsätzlich die Funktion Ecke und Gärung wurde ja in der vorigen Version zusammengefasst. Und hier ist natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel auch mit der rechten Maustaste, das heißt mit der rechten Maustaste kann ich zum Beispiel die Stirnkante, so wie es früher war, oder die Längskante anwählen und sehe hier sofort die Auswahl bzw. die Vorschau. Hier kann ich natürlich die unterschiedlichsten Bearbeitungen anwählen. Natürlich gewisse ergeben hier keinen Sinn. Kann hier zum Beispiel die einzelnen Gärungen auf einem Punkt oder Ebene angeben oder den ganzen Querschnitt. Hier kann ich natürlich dann weiter noch die Wiegezungenanpassung vorher schon definieren, was ich natürlich nachträglich auch machen kann. Und die Luft. Mit Übernehmen hat mir HiCad die Bearbeitung erzeugt und ich könnte hier sofort zur nächsten Bearbeitung gehen. Natürlich ist so, dass ich hier über den Feature-Schritt wieder sofort reinkomme und mir natürlich andere Bearbeitungen bzw. Anpassungen definieren kann, sprich auch die Luft kann ich hier natürlich ändern. So, weiters ist natürlich hier die nächsten Funktionen, das heißt, wenn ich hier zum Beispiel weitergehe, kann hier mit demselben Befehl sagen, okay, ich möchte hier diese Kante mit dieser Kante auf Gärung schneiden und mit OK schließt sich dann sofort der Dialog. So, hier möchte ich zum Beispiel diese Lasche nach hier raus, nach außen ziehen, das heißt, hier würde ich die Trimmen-Funktion nutzen, das heißt, ich wähle hier wieder die Längskante und die Fläche, bis wohin es geschnitten werden sollte. Das heißt, man sieht sofort die Vorschau wieder. Man hat hier natürlich die Möglichkeit, wieder einzelne Laschen anzuwählen oder den gesamten Querschnitt. In diesem Fall mit Luft oder ohne Luft. Das heißt, ich möchte hier mit Luft und zum Beispiel einen Millimeter. Mit Übernehmen wird mir das natürlich sofort übernommen und ich könnte hier sofort zum nächsten Schritt gehen, dass ich hier natürlich auch einen Millimeter Luft habe. Und so könnte ich meine Bearbeitungen sofort editieren. Natürlich grundsätzlich mit der rechten Maustaste kann ich hier sagen, ich möchte sofort eine Abwicklung des Teiles haben und habe auch sofort die fertige Abwicklung meines Teiles, wo ich die unterschiedlichsten Werte definieren kann. Wenn ihr Vorschläge habt für neue Videos, dann würde ich euch bitten, dies auch in die Kommentare reinzuschreiben. Dankeschön.